Ich habe viel über das Thema Kreativität nachgedacht und ich selbst liebe es, Dinge zu erschaffen. Aber ich bin allerdings an einen Punkt gelangt, wo ich mich gefragt habe, naja, interessiert es überhaupt irgendjemanden, was ich hier so mache? Naja, und im Zuge dessen bin ich auf einen Artikel von Shreya Dalela, den findet ihr wieder in der Videobeschreibung in voller Länge, nämlich gestoßen, die über diese Thematik sprach und ich war auch sehr beeindruckt, wie ihr Zugang zu dem Thema war und den möchte ich euch heute präsentieren, weil er sicher vielen Menschen, die auch ein bisschen ähnlich ticken, auf jeden Fall weiterhelfen wird. Wir werden jeden Tag von zahlreichen Informationen überschwemmt. Jegliche kreativen Bemühungen anderer Menschen aus der ganzen Welt sind somit mit einem einzigen Mausklick zugänglich. Shreya schreibt, für jede kreative Idee, die es gibt, gibt es mindestens eine weitere Person, die an irgendeinem Ort auf dieser Welt daran arbeitet. Und sei es ein Kunstwerk, ein Lied, ein Artikel oder ein Geschäftsvorhaben, es scheint so, als ob nichts mehr neu oder originell ist. Es ist also eine Tatsache, dass es wahrscheinlich bereits hunderte von Artikeln über die Schreibideen gibt, die wir gerade im Kopf haben. Es gibt dutzende Kunstwerke, die zu dem Thema gemacht wurden, das uns nämlich den Kopf zerbricht. Und das Gleiche gilt nämlich auch für alle anderen Medien oder Themen. Und infolgedessen ist es fast unmöglich zu glauben, dass unsere kreativen Bemühungen jemals zu etwas Bedeutendem zählen können. Shreya hat sich dann aber wiederum die Frage gestellt, naja, warum sollten wir eine neue Kunstform erlernen wollen? Warum sollten wir ein weiteres Gemälde, eine weitere Skizze schaffen, welches genauso aussieht wie 100 andere ähnliche Kunstwerke auf der Welt? Sie hat erkannt, dass die Form der Kunst, zu der du dich hingezogen fühlst, oft ein Spiegelbild eines Ungleichgewichts in dir selbst ist. Und das ist ein sehr interessanter Punkt und sie erzählte dann über sich selbst, dann vor einem Jahr verspürte ich den starken Drang, Kalligrafie zu erlernen und ich verfolgte Kalligrafie-Seiten auf Instagram und sah die wunderschönen, langsamen Bewegungen der Federn und die Art und Weise, wie die Tinte aus ihnen floss und die elegantesten Striche auf das Papier brachte. Ich verliebte mich in diese Kunst. Und ich beschloss, Kalligrafie als Kunstform zu betreiben. Aber als ich anfing, es zu lernen, merkte ich, dass es für jemanden wie mich eine echte Geduldsprobe war. Die Tinte würde abperlen und unschöne Abdrücke hinterlassen, wenn ich zu schnell abwärts strich. Es war etwas, das von mir verlangte, mein übliches Tempo zu verlangsamen und für eine Weile die Gewohnheit aufzugeben, die Dinge zu überstürzen. Ich lernte, meine Striche auf die langsame Musik im Hintergrund abzustimmen und wenn es mir gelingt, ein einziges Übungsblatt wunderschön zu vollenden, fühle ich mich in meinem Inneren sehr friedlich. Es ist eine Form des kreativen Ausdrucks, die mich ausbalanciert. Ein schönes Zitat, was jetzt hier gut hineinpasst, ist nämlich: Etwas wird immer aus dem Exzess geboren. Große Kunst wurde aus großen Ängsten, großer Einsamkeit, großen Hemmungen, Instabilitäten geboren und gleicht sie immer aus. Sie erzählt auch noch, einige ihrer Freunde, die große Dichter, Schriftsteller und Künstler sind, schaffen die erstaunlichsten Werke, wenn sie sich in einem Zustand des Ungleichgewichts befinden, der durch Unruhe, Angst, Depression oder anderen intensiven Emotionen hervorgerufen wird, die in ihnen den Wunsch nach Kreativität wecken. Und laut ihrer Aussage ist die Schöpfung die schönste Art, diese Energie zu kanalisieren. Das war aber auch so eine Antwort, die ich mir selbst gegeben habe. Im kreativen Prozess ist man ja aber auch sehr verwundbar und hat Angst, angreifbar zu sein. Und kreativer Ausdruck ist ein intimer Prozess, wo man selbst seine Persönlichkeit offenbart, die man sehr oft mit der Welt nicht teilen möchte. Obwohl dieser private Zugang zur Kreativität ein schützender Zugang sein kann, macht diese, naja, das ganze Motiv der Schöpfung zunichte. Bewegende Kunst, die wir konsumieren, egal welcher Art, kann uns inspirieren. Aber auch Amateure bzw. die am Anfang eines Projektes stehen, können uns motivieren, sich diesen Weg vielleicht selbst zu trauen und auch die ersten Gehversuche zu wagen. Denn so kann man sich selbst von Amateuren und Profis gleichermaßen inspiriert fühlen, nämlich der eine zeigt den Anfang und der andere zeigt, wohin es durch starke Bemühungen und Vertrauen führen kann. Wenn wir schreiben oder singen oder auf irgendeine Weise etwas erschaffen können, selbst wenn wir mit Schwierigkeiten oder Schmerzen zu tun haben, na ja, dann wird es zu etwas, das größer ist als wir selbst und oft auch sehr wunderschön. Das ist nämlich auch ein schönes Zitat von Brenda Peterson. Und darüber nachzudenken hat mir nämlich geholfen, auch meine Angst vor Urteilen zu überwinden. Shreya fasst nämlich diesen Punkt auch sehr schön zusammen. Sie sagt nämlich, im Laufe der Zeit, als ich begann, eine noch tiefere Erkenntnis über den Zweck der Kreativität zu entwickeln, kam ich zu dem Schluss, dass meine Vorstellung, jede Schöpfung sei anderen ähnlich, tatsächlich falsch war. Denn sowohl die Idee möglicherweise dieselbe ist, gibt es keine zwei Menschen, die auf genau dieselbe Weise darüber nachdenken oder ihre Gedanken durch ihre Kunst auf dieselbe Weise ausdrücken. So wie keine zwei Menschen genau gleich sind, können auch keine zwei Kreationen genau gleich sein. In diesem Zusammenhang wurde auch mir die Bedeutung nämlich der Zeit bewusst. Bedeutet, denn nämlich in der Zeit, in der wir auf diesem Planeten leben, nehmen wir die Welt und ihre Realitäten auf eine noch nie dagewesene Weise wahr. Die Zeiten ändern sich immer und ständig. Was heute
heute relevant ist, kann morgen schon nicht mehr relevant sein. Und etwas, was wir erschaffen oder schreiben, könnte eine wichtige Erinnerung an die Zeit werden, in der wir gerade leben. Daher ist es die Aufgabe des Künstlers, über das, was in der Welt und in seinem Herzen vor sich geht, wahrhaftig und leidenschaftlich nämlich darüber zu sprechen. Als ich all das auch mal ein bisschen realisiert habe, habe ich mir gedacht, wow, also es ergibt sehr viel Sinn und auch motiviert mich, Dinge zu erschaffen oder sich weiter zu trauen, Dinge auch erschaffen zu dürfen und sich nicht, kann man sagen, von Kritikern oder eigenen limitierenden Glaubenssätzen vielleicht abzuhalten. Abschließend sagt sie nämlich auch noch Folgendes: Wer auch immer du bist, was auch immer du gerade erlebst, wie auch immer du dich gerade fühlst, deine Geschichte ist wichtig und du bist wichtig. Deine Wahrnehmung ist wichtig und das ist der einzige Zweck zur Schöpfung. Lasst das alles mal auf euch wirken und hier habe ich zwei abschließende Videos für euch oder für dich, die auf jeden Fall weiterhelfen werden. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Cheers, euer Max Grosek.